starten wir pünktlich. Wir wollen ja auch nicht so viel von der Zeit wegnehmen. Wir haben eine schöne Stunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, herzlich willkommen hier in EMAX zum Vortrag mit suffizienter Digitalisierung die Heizenergie von Miethäusern reduzieren. Ich begrüße herzlich Lars Arvid Brischke vom IFOI. Er ist dort Themenleiter Energieeffizienz und Suffizienz. IFOI ist das Institut für Energie- und Umweltforschung. Ihr sitzt in Heidelberg, ne? Genau, so sieht's aus. Du wirst jetzt, wir werden Fragen und Antworten, Fragen stellen können am Ende. Willst du eine halbe oder wie willst du es machen? Halbe Stunde Vortrag, und dann, ein bisschen okay. Mehr vielleicht. Wunderbar. Dann übergebe ich das Wort. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ich möchte vortragen über die suffiziente Digitalisierung, wie man damit die Heizenergie in Mietshäusern reduzieren kann. Das ist eine Zusammenfassung des Projektes Detective, das wir gerade am Freitag abgeschlossen haben, nach 2,5 Jahren Laufzeit, und wo wir mit der Wohnungswirtschaft, mit Messdienstleistern und mit Mieterinnen zusammen gearbeitet haben und vor allem auch mit 2 Kontraktoren, die Digitalisierungsmodelle entwickelt haben, wie man auf dem gesamten Heizungssystem... wer hat das gemacht? Also ich nicht. Versuch mal, das Fenster zu schließen, das hat sich, glaube ich... Okay. Wie man in Mietshäusern durch Digitalisierung auf der gesamten Kette, also von der Heizenergielieferung, also Endenergielieferung, über den Heizkessel, die Wärmeverteilung bis hin zu den Wohnräumen und die Regulierung der Wärmezufuhr in den Wohnräumen, Heizenergie reduzieren kann. Und vor allem war da auch der wichtige Nebenaspekt, dass man das mit Datensparsamkeit erreicht, also dass man möglichst Digitalisierungslösungen umsetzt, die mit wenig Daten auskommen und möglichst auch lokal sind, was aber beliebig schwierig war. Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, jetzt für Klimaschutz umbenannt, und geleitet vom IÖW, und das IFOI war da sozusagen Projektpartner. Und ich habe das mit meiner Kollegin Helena Stange bearbeitet, IFOI-seitig. Die Ausgangslage, Energieverbräuche sollen künftig nur noch digital erfasst werden. Also das ist gerade ein Transformationsprozess, dass man da eben wirklich die Digitalisierung da auch konsequent umsetzt. Und zwar nicht nur die Energieverbräuche, also Endenergie, das was reinkommt, sondern auch in den Heizkostenverteilern, die ja an den Heizkörpern sind oder in den Wohnräumen sind, auch diese fernauslesbar zu gestalten und Heizkostenabrechnungen digitalisiert dann in Echtzeit im Grunde zu tracken und dann eben auch Möglichkeiten zu haben, in bestimmten Zeitfenstern den MieterInnen Feedback zu geben, Transparenz herzustellen. Nicht erst nach einem Jahr mit der Kostenrechnung dann, sondern eben auch unterm Jahr bis hin zu Echtzeitlösungen, wo man eben auch online reinschauen kann, wie mein aktueller Verbrauch ist, wie mein Verbrauch im zurückliegenden Zeitraum von einer Woche, einem Monat war, und Vergleiche mit Vergleichsräumen des Vorjahres auch bekommen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, soweit ist es noch nicht, aber ich gehe dann auch darauf ein, wie da eigentlich der Stand ist. Das ist der zweite Punkt eben, Energieverbräuche in Echtzeit vermitteln, und Daten können individuell für VerbraucherInnen, Betreiber und Wartungsunternehmen ausgewertet und kommuniziert werden. Das ist halt eigentlich eine Lücke, die bis heute besteht und im Grunde durch die Digitalisierung geschlossen werden kann, da aber noch viel Arbeit reingesteckt werden muss und auch Ausrüstung von digitalen Komponenten umgesetzt werden muss. Der erste Schritt dazu läuft unter dem Titel Smart Meter Rollout. Das ist ein bisschen salopp gesagt und ist eigentlich so auch immer verbunden mit der Stromwende, dass man die erneuerbaren Energien besser ins Netz integrieren kann. Dafür ist der Smart Meter Rollout mal gedacht gewesen. Wir haben aber in diesem Projekt Detective bewusst den Horizont erweitert. Also das IÖW hat sich tatsächlich die Stromseite angeguckt. Wir haben uns die Wärmeseite angeguckt, weil so ein Smart Meter Gateway
für so ein Mietshaus, der kann ja viele Daten in beide Richtungen übertragen, nicht nur Stromzählerdaten, sondern eben auch diese ganzen Daten, die die Heizkostenabrechnung, die Heizenergie und auch die Effizienz von Heizkessel- und Wärmeübertragung betreffen. Was aber viele Heizungsunternehmen, Wohnungsunternehmen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, auch Messdienstleister teilweise nicht, die dann ihre eigenen fernauslesbaren Systeme installieren und das Smart Meter Gateway für den Strombereich trotzdem schon im Keller ist, der aber gar nicht genutzt wird dafür. Und das wäre eigentlich auch nochmal so ein Suffizienzansatz, dass man das alles gebündelt macht, im Grunde diese ganzen Datenflüsse, die mit Energieverbrauch, Transparenz, Effizienzverbesserungen zusammenhängen, über eine Komponente im besten Fall laufen zu lassen. Das war auch am Rande Thema, aber wir konnten das auch nicht vertiefen, weil da auch vieles im Fluss ist, weil diese Smart Meter Gateways ja gerade in der Zertifizierung sind und es da beliebig viele Probleme gibt, also seit mehreren Jahren schon ein stockender Prozess, 3 Stück dann zertifiziert von 3 Anbietern, jetzt wieder gestoppt gerade und der Smart Meter Rollout in Deutschland einfach ein sehr neuralgisches Thema ist. In anderen Ländern sind da schon Millionen im Feld, schon seit vielen Jahren, aber in Deutschland ist es schwierig. Genau, unsere Fragen waren, welche Effizienz- und Einsparpotenziale gibt es durch diese digitalen Lösungen? Welche Daten müssen dazu erfasst und ausgewertet werden, auch in welcher Granularität? Welche Bedingungen stellen Kundinnen an die Datenverarbeitung? Welche Wünsche haben sie auch hinsichtlich des Feedbacks? Und mit welchen Informationen können sie auch was anfangen, mit welchen nicht? Wie bewerten wir die Datennutzung aus ökologischer Sicht? Also das war vor allem eine Aufgabe des IÖW in dem Projekt, wo auch Fokusgruppen durchgeführt wurden, wie eigentlich smarte Thermostate genutzt werden, mit welchen Motivationen und Intentionen, ist es Energiesparen oder sind es ganz andere Motivationen? Aber wir haben auch Fokusgruppen durchgeführt mit Wohnungsunternehmen und Heizungswartungsfirmen. Daraus ergaben sich dann 4 Arbeitspakete. Erstmal ein Screening der digitalen Anwendungen, die es so gibt gerade am Markt. Das sind schon sehr viele. Und die Erfahrung aus diesem Arbeitspaket war, dass es immer auf den Webseiten sehr schöne Reklame gibt, was die alles können, wie viel Einsparung man damit erreicht. Und wenn man dann näher nachfragt, mal anruft, eine Mail hinschreibt, versucht zu ergründen, wie kommt es denn zu diesen 27% Einsparung durch dieses smarte Thermostatprodukt, dann kommt dann immer, ja, das haben wir mal in einem Einfamilienhaus über 2 Tage gemessen und da war das so. Wo man dann immer denkt, aha, was, mehr Feldtests wurden da nicht gemacht. Nö, aber das ist ja ein Indiz, wenn das dort geklappt hat, dann kann man das hochrechnen auf ganz Deutschland. Wo man dann denkt, ja, das ist schon ganz schön bitter. Wir haben dann letzten Endes 2 Unternehmen gefunden, die das seriöser machen und als Kontraktoren im Grunde Lösungen umgesetzt haben im Kontext eines Förderprogramms, das heißt Einsparzähler. Und da musste man eben, wenn man Förderung beantragt hat, einmal so ein Messkonzept umsetzen, dann ein Feedbackkonzept umsetzen und dann auch nachweisen, welche Energieeinsparung eigentlich durch dieses Konzept, durch diese digitale Messeinrichtung und Feedbackeinrichtung wirklich umgesetzt wurde in einem bestimmten Zeitraum. Sonst hat man sozusagen nur einen Teil der Fördergelder gekriegt. Und diese Daten waren natürlich für uns wertvoll, weil man da sagen konnte, dort gibt es Indizien, dass man tatsächlich bestimmte Einsparpotenziale auch erreicht, die schon evaluiert sind, wo auch die Technik schon ausprobiert wurde und auch die Anwendung der Technik schon mal funktioniert hat mit den Leuten. Die Bewertung der ökologischen Effekte im Arbeitspaket 2 ging vor allem in die Richtung, dass man die erreichbaren Einsparpotenziale, die wir eben von diesen beiden Anbietern dann geliefert bekommen hatten, gegenrechnet zu dem Material und vor allem auch Energie und Aufwand und CO2-Ausstoß, die für die Komponentenherstellung und für die Datenauswertung dranhängen. Also der Rucksack auf der Digitalisierungsseite wurde komponentenscharf dann vom IÖW quantifiziert. Und man kann sagen, für den Wärmebereich ist es
tatsächlich vernachlässigbar gering im Verhältnis zu den Einsparungen, die man erzielen kann. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, was man erzielen kann. Beim Strombereich, womit sich das IÖW eben beschäftigt hat, kann man das nicht sagen. Also da sind die Einsparungen teilweise netto null gewesen. Also man konnte tatsächlich im Strombereich keine signifikanten, auch in mehreren Kontexten, keine signifikanten Nettoeffekte bei der Einsparung quantifizieren. Im Wärmebereich schon. Und da ist eben der Aufwand gegengerechnet dann auch eher sogar negativ. Also man hat mehr Aufwand, wenn man keine Einsparung erzielt. Schon eine Frage zwischendrin? Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass zum Beispiel digitale Thermostate, die Fernsteuerung und so weiter, dass die laut Ihrer Aussage dazu beitragen, signifikant was zu verbessern mit dem Mikrofußabdruck sozusagen zu Hause, dass die Energiebilanz besser wird. Also ich will da. Nee, da gehe ich noch mal genauer drauf ein. Also die digitalen Thermostatventile sind ambivalent. Das muss man wirklich sehr ambivalent sehen. Und das ist auch nur eine kleine Komponente in diesem Gesamtthema. Da gehe ich aber noch drauf ein. Ah, okay. Ja, geht klar. Noch eine Zwischenfrage? Ich glaube, das ist jetzt okay. Jetzt machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja. Genau. Arbeitspaket 3 hatte ich schon angedeutet, dass es dort um NutzerInnenbefragungen ging, Zielgruppen und Stakeholderbefragungen in Fokusgruppen. Und im Kapitel 4 oder Arbeitspakete 4 wollen wir jetzt Politikempfehlungen noch ableiten, die aus dem Forschungsprojekt gefolgt sind. Das Bild zeigt erstmal die gesamte Kette der Wärmeerzeugung in einem Wohnhaus, also von der Wärmeerzeugung über die Wärmeverteilung bis in die beheizten Räume zur Nutzenergie und inklusive der Warmwassernutzung, also WW steht für Warmwasser. Und die grünen Pfeile, die drei beschrifteten grünen Pfeile, bezogene Endenergie, Außentemperatur und Warmwasserverbrauch, das sind im Grunde die Größen, die heute schon bekannt sind. Die rosanen Pfeile, darüber ist wenig bis nichts bekannt. Die werden nicht gemessen, die werden nicht quantifiziert und demzufolge auch nicht, sind nicht transparent und verhindern im Grunde diese Datenlücken oder dieses Unwissen, dass die Heizungsanlage effizient betrieben werden kann, dass die Wärmeverteilung in den Häusern effizient sein kann und auch, dass die Nutzerinnen auch effizient und suffizient mit der Heizenergie umgehen können. Also jede Menge Datenlücken und jede Menge Chancen für die Digitalisierung, diese Datenlücken zu schließen durch Messung und Visualisierung. Und im unteren Teil sieht man eigentlich, dass wenn man diese Daten dann mal misst, erfasst, es aber auch notwendig ist, durch die Pfeile hier unten, dass man eben auch von der Nachfrageseite, von der Nutzungsseite, von den beheizten Räumen wieder Rückkopplungen braucht auf die Regelung des Heizkessels. Das ist sozusagen nochmal ein ganz großer Schritt, der auch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Da gibt es diese smarten Thermostate, die teilweise schon mit dem Kessel kommunizieren, aber das sind ganz wenige Anbieter, die schon herstellen oder am Markt haben. Die meisten sind reine digitale Übersetzungen der heute mechanischen Thermostatventile, also wo ein bisschen die Temperatur angezeigt wird, statt nur eine Stufe oder wo man auch programmieren kann. Die besseren für die Energieeffizienz sind noch die auch das geöffnete Fenster erkennen und dann automatisch die Heizung runterregeln. Also das ist am meisten Effekt. Die anderen führen, wie die Fokusgruppen gezeigt haben, dann eher dazu, dass die Leute nochmal die Temperatur eher ein bisschen höher einstellen, weil sie ja mit 23 Grad eigentlich nicht zufrieden sind, sondern eher 25 haben wollen. Das wussten Sie bisher noch nicht, dass die Stufe 3 nur 20 bis 22 Grad macht. Also solche Effekte hat man eben bei solchen mehr Transparenz auch, ne? Reine Komforteffekte. Was wir jetzt gemacht haben, sind vier Kategorien gebildet, wie man die Digitalisierung einsetzen kann, um Einsparungen zu erreichen. Und zwar ist der erste Schritt, dass man eben an diesem Punkt Energiebezug oder Daten, die von außen
Medien oder Daten, die von außen in das Haus reinkommen, dass man die erstmal digital erfasst. Und das haben wir unter Verbrauchstransparenz zusammengefasst, dass man erstmal eine zeitlich aufgelöste Messung eingesetzter Energiemengen nach Energieträgern aufgeschlüsselt erfasst. Also bis heute läuft das ja so, man hat eine Gasuhr, einen Gaszähler im Keller und der wird einmal im Jahr abgelesen, mechanisch, visuell geht jemand hin und liest den Gaszähler ab. Und dann weiß man halt, was seit der letzten Ablesung dann an Gasverbrauch war. Nicht digitalisiert. Wenn man dann einen Hybridkessel hat, der zusätzlich erneuerbare Energien mitnutzt, weiß man gar nicht, wie viel Erneuerbare der genutzt hat. Der funktioniert dann oder funktioniert auch nicht. Also Feldtests haben ergeben, jetzt nicht in unserem Projekt, dass diese Hybridkessel nur ganz geringe erneuerbare Anteile haben, weil die Regelung irgendwie eben den Fossilen immer Vorrang gibt oder weil sie mit den Fossilen zuverlässiger funktionieren oder weil die Einbindung der Erneuerbaren hydraulisch nicht immer ganz einfach ist oder eben auch Schwierigkeiten hat. Sodass ein extrem wichtiger Schritt wäre, einfach dieses Verhältnis von Fossilen zu Erneuerbaren auch zu quantifizieren und auch im zeitlichen Verlauf zu erfassen und zu tracken, damit man da überhaupt auch die maximale Nutzung dieser Erneuerbaren in solchen Hybridkesseln sicherstellt. Was heute schon reinkommt für die Heizungsregelung, sind die Außentemperaturen, die ja sozusagen auf die Heizkurve dann sich auswirken. Verbrauchsmonitoring ist das eine. Für die Mieterinnen ist es eben die monatliche Heizinformation, die daraus ableitbar wäre. Also dass man zum einen den Endenergieverbrauch hat, der dann über die raumweise oder ja meistens raumweise Aufschlüsselung der Heizkostenverteiler dann auf die einzelnen Parteien, MieterInnen in diesem Mietshaus aufgeteilt wird. Das ist nochmal beliebig kompliziert, weil es da auch so einen Sockelbetrag, so einen Pauschalbetrag gibt und man eigentlich als Mieter, Mieterin nur Einfluss auf die 70% hat, die sozusagen nicht dem Sockelbetrag entsprechen. Mit dem Sockelbetrag macht aber trotzdem Sinn, weil man natürlich hier sieht, in dieser Verteilkette auch sehr viel gemeinschaftlicher Bereich ist, wo auch Wärmeverluste sind oder Rohre, die durch andere Wohnungen gehen. Das ist dann alles der Gemeinschaftsverbrauch, der ja auch die eigenen Wohnungen mitheizt, ohne dass das jetzt erfasst wird oder so, sondern nur am Heizkörper erfasst dann. Genau, und die Verbrauchsanalyse, das ist eben dann nochmal der Schritt, dass man da auch die zeitlich aufgelösten Wetterdaten mit einbeziehen kann, um die Verbräuche auch Temperatur zu bereinigen oder ins Verhältnis zur Temperatur, zur Witterung zu setzen. Und Daten zur Gebäudehülle, das wäre dann natürlich sozusagen nochmal ein ganz großartiger Schritt. Auf jeden Fall auch eine sehr große Einflussfaktor mit mehreren Parametern, die alle sehr komplex sind. Wo liegt die Wohnung? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie groß ist die Fensterfläche? Wie gut ist es gedämmt? Also all diese Sachen, die mit der Gebäudehülle und mit der Lage der Wohnung zu tun haben und die eigentlich teilweise im Gebäudeenergieausweis ja auch verfügbar sind, teilweise auch elektronisch verfügbar sind, aber auch da gibt es keinen öffentlichen Zugang für Gebäudeenergieausweise. Ist Deutschland auch Schlusslicht, glaube ich. Weißt du besser vielleicht? Also das gibt es in vielen europäischen Ländern schon, ist eigentlich auch Pflicht, glaube ich, nach der europäischen Gebäuderichtlinie, dass diese Gebäudeenergieausweise auch in der Datenbank liegen und öffentlich zugänglich sind. In Deutschland wurde das eben ein bisschen verschleppt, ausgesessen und eben nicht transparent gemacht. Aber das wären eigentlich so Verknüpfungen, dass man sozusagen für dieses Haus den Gebäudeenergieausweis hat, die Heizungsdaten, den Energiebezug und auch die Verbrauchsdaten und das verknüpft. Also im Sinne der Verbrauchstransparenz. Dann ist aber der nächste Schritt, das ist Kategorie 2, die Effizienztransparenz. Was ist da der Unterschied? Also Verbrauch ist ja eigentlich nur der Energieverbrauch, der vorne reingeht und diese Komponenten, wie gut es gedämmt und so weiter. Jetzt ist aber auch der Kessel selber, der hat ja eine bestimmte Betriebsweise und hat bestimmte schwankende Effizienzen auch. Und das hängt an der Hydraulik. Also was kommt hier eigentlich aus der Nutzungsseite wieder zurück in den Heizraum? Wie warm ist das Wasser? Vor- und Rücklauftemperaturspreizung ist ja das A und O.
was in sehr vielen Bestandsgebäuden total suboptimal ist. Aber es wird nicht erfasst, es merkt niemand im Grunde. Es wird einmal im Jahr gewartet und der Benchmark ist, für die Heizungswartungsfirma und für die Wohnungswirtschaft, beschweren sich MieterInnen? Nein, also läuft die Heizung wunderbar. Aber sie läuft natürlich nicht effizient. In sehr vielen Fällen wird da sehr viel Energie verschwendet. Sodass eigentlich das Gebot der Stunde wäre, hinter dem Kessel, also hier an dieser Stelle, wo es dann in die Verteilung geht, einen Wärmemengenzähler zu installieren. Und wenn man weiß, was reingeht in den Kessel und was rausgeht, kann man dann auch die Effizienz tracken, also über die Zeit. Und das ist das Effizienzmonitoring, zeitlich aufgelöste Messung der erzeugten Wärmemengen im Verhältnis zur bezogenen Endenergie und vielleicht auch eingesetzten erneuerbaren Energien und im Verhältnis zur Außentemperatur. Genau, und diese Effizienzanalyse kann man dann eben den Verlauf des Kesselwirkungsgrades oder eben der Arbeitszahl einer Wärmepumpe und so weiter berechnen, auch den erneuerbaren Energienanteil, wie hoch der eigentlich über den Jahresverlauf ist, in welchen Zeiten er hoch ist, in welchen er null ist. Und da würden sicher einige Aha-Effekte oder würden einige staunen, wie schlecht eigentlich Kessel laufen und wie wenig erneuerbar Hybrid-Kessel eigentlich funktionieren. Jetzt kommt noch die Seite der NutzerInnen, also die Energieverbrauchsseite. Das ist Kategorie 3. Wie gesagt, das sind vor allem die smarten Thermostate, die dann eine Rückkopplung bei Fensteröffnung an die Wärmezufuhr machen, dass sozusagen das, zumindest die Heizkörper runtergeregelt werden, aber auch, dass solche abgedrehten Heizkörper, Wohnungen, die länger nicht genutzt werden und deshalb die Wärmezufuhr reduziert wird oder abgedreht wird, dass diese Signale alle zum Kessel kommen, damit der Kessel im Grunde sein Betriebsverhalten auch auf diese Abnahmeseite einstellen kann und nicht nur das Signal Vor- und Rücklauftemperaturspreizung zur Kesselregelung dient. Das ist nämlich suboptimal. Dadurch kommt es oft zu Ineffizienzen in dieser Kesseleffizienz. Und die drei Kategorien nochmal im Überblick. Ist aber nichts Neues, sondern ist einfach nochmal zusammengefasst auf einer Seite. Und jetzt kommt noch die vierte Kategorie. Die beinhaltet dann die Rückkopplung dieser verbrauchsseitigen Daten an die Erzeugungsseite. Das ist dann schon Digitalisierung des Heizungssystems 2.0 oder 3.0, hat viel auch mit Automatisierung dann zu tun und kann aber natürlich erst erfolgen, wenn dieser Erfassungsschritt, also der Messschritt, auch komplett ausgestattet ist. Und das ist schon mal ein dickes Brett und muss erst mal umgesetzt werden. Also Kategorie 4 ist noch im Feldteststadium, im Forschungsstadium eigentlich. Technisch schon möglich, aber immer noch nicht, noch lange nicht in der Breite möglich. Genau, und dazu gehören also Optimierung der Heizkurve, das geht schon, das hat man auch mit der einen Firma schon gemacht, auf jeden Fall. Automatischer hydraulischer Abgleich, also hydraulischer Abgleich, weiß ich nicht, ob er hinlänglich bekannt ist, ich kann normal erklären. Wenn man so ein Mietshaus hat mit mehreren Wohnungen, vielleicht sogar mit sehr vielen Wohnungen, ist es natürlich ein beliebig komplexes System mit Wasser, das in den 5. oder auch in den 11. Stock kommt und dort eben immer noch warm sein muss, sodass es für die Heizung der dort befindlichen Wohnungen noch ausreicht. Und dass nicht die gesamte Wärme sozusagen oder ein Großteil der Wärme in den unteren Etagen schon abgezogen wird, müssen die Heizkörper alle einzeln im Grunde die Durchflüsse eingestellt werden von den Heizungsfirmen, dass die am weitesten vom Kessel entfernte Wohnung oder der am weitest entfernteste Heizkessel immer noch genug warmes Wasser bekommt, um den Raum ausreichend zu heizen. Und das ist im Grunde für jedes Gebäude, für jedes Heizungssystem ganz individuell. Also das ist Know-how der Heizungsfirma und ist viel Handarbeit, viel Messen und Justieren und Heizkörper für Heizkörper muss da durchgegangen werden. Das machen viele Heizungsfirmen nicht so gerne, weil es gibt keine Nachfrage dafür. Also der Mieter sagt nicht oder die Mieterin, ich möchte gerne mal, dass mein Heizungssystem in diesem Mietshaus hydraulisch abgeglichen wird.
weil das gar niemand weiß. Und die Heizungsfirma wird es nicht anbieten, weil sie es nicht vergütet kriegt, wenn es niemand bestellt hat. Und deshalb sagt die Bundesregierung, wir machen das jetzt als Verpflichtung. Also das ist einfach so, ist aus ökologischen Gründen sinnvoll und wichtig. Und deshalb muss es jetzt gemacht werden. Genau, und mal schauen, was dabei rauskommt, ob dieser Aufwand von den Heizungsfirmen überhaupt geleistet werden kann. Jetzt der automatische hydraulische Abgleich, den haben wir uns mal angeguckt. Der funktioniert nur in kleineren Mehrfamilienhäusern und ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil dann eben auch die noch mehr Komponenten notwendig sind. Es müssen dann sozusagen die Ventile kleine Motoren haben, damit das sozusagen justiert werden kann, die Durchflüsse durch Motoren. Das ist wieder mehr Materialaufwand. Also wir sind da nicht so begeistert davon und wir wissen auch nicht richtig, ob das so eine breit anwendbare Lösung wird. Vielleicht in bestimmten Fällen sinnvoll, aber nicht für die Masse der Bestandsgebäude. Und die KI-Optimierung ist hier noch grau unterlegt, weil es nicht Gegenstand des Projektes Detective war und weil es auch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Aber es wird daran geforscht, dass man eben Fehler, Ineffizienzen im Heizsystem durch die KI detektieren lässt und dann eben auch automatisiert beheben lässt. Simulationsgestützte Betriebsoptimierung heißt fast so etwas wie ein digitaler Zwilling meines konkreten Mehrfamilienhaus-Heizungssystems. Also man hat das simuliert und weiß, wie es optimal laufen müsste, mit welchen Parametern. Und dann wird es abgeglichen mit dem Ist-Zustand, wie es in der Realität läuft. Und dann kann man identifizieren, welche Parameter weichen eigentlich von diesem Optimum wie stark ab. Und dann kann man das automatisiert nachjustieren und gucken, wo man dann landet bei dem Energieverbrauch. Aber das ist auch sozusagen Zukunftsmusik, technisch möglich, noch nicht implementiert, auch noch nicht genügend getestet. Genau, dann haben wir, jetzt muss ich langsam auf die Uhr gucken, 5 Minuten? Okay. Nö, aber 5 Minuten, da kann ich noch einiges machen. Genau, jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt, unsere 4 Anwendungsfälle. Und zwar ist der erste Punkt, sind die fernauslesbaren Wärmeenergiezähler und Heizkostenverteiler. Da hat die Deutsche Energieagentur mal einen Feldtest mit ISTA zusammen gemacht, also dem großen Messdienstleister, und hat dort festgestellt, dass man mit so einer monatlichen Heizinformation gemäß der neuen Heizkostenverordnung, die war damals noch nicht bekannt, aber man hat das sozusagen jetzt endlich umgesetzt, auch gesetzlich, dass man sagt, wenn man monatliche Heizinformationen den Mieterinnen gibt, kann man im Mittel 2% Heizenergie sparen. Also die DENA hat es sogar so gemacht, dass sie denen dann auch noch Tipps gegeben hat, wie sie sparen können, klassische Tipps, nicht Kipplüftung über Stunden im Winter und so weiter. In Einzelfällen hat man 10% Einsparung geschafft. Also man darf sich nicht Illusionen hingeben, dass durch diese Transparenz und auch kombiniert mit Beratung und Tipps jetzt riesige Einsparpotenziale sich generieren lassen. Aber im Grunde diese 10% oder auch 2%, man nimmt ja alles mit, was man kriegen kann. Ne? Und vielleicht, wenn auch sozusagen in digitalisierter Form zu dieser Heizinformation auch noch bessere Aufbereitung geliefert wird und, was man natürlich dazu sagen muss, ein Preissignal stimmt, was jetzt leider bittere Wahrheit ist, im Jahr 2015 war es noch kein Thema, dann kommt man vielleicht noch viel höher. Also wenn man jetzt in diesem Winter solche Systeme ausprobieren würde, würde man vielleicht viel mehr Einsparungen generieren, weil auch der Kostendruck im Hintergrund eben sehr, sehr krass ist und die Leute viel motivierter dadurch sind. In der Anwendung 2 haben wir mit der Firma Evus Berlin zusammengearbeitet. Das ist eben einer dieser teilnehmenden Unternehmen an dem Einsparzähler. Und die haben ihr Projekt Digitaler Heizraum genannt, haben eine Datenerfassung von 15-minütigen Erfassungen. Also das war eben auch unsere Frage, wie ist es eigentlich im Heizbereich, welche Datenerfassungsfrequenzen braucht man da, um auch welche Energieeinsparungen zu erreichen. Im Strombereich ist man eher im sekündlichen, minütlichen Bereich und beim Heizen, bei den trägen Heizsystemen ist eben bei 15 Minuten auch schon viel, viel möglich.
Und hier hat man eben 5% im Mittel Einsparungen generieren können, in Einzelfällen auch bis fast 20%. Das System ist so, dass man im Grunde eine Erfassung wesentlicher Parameter hat, dann mit einem Algorithmus im Hintergrund einen Soll- und Ist-Vergleich macht und dann einfach eine Tabelle dem Hausmeister oder der Wartungsfirma übermittelt. So sind die optimale Einstellung ihrer Heizungsparameter für dieses Objekt und so ist der Ist-Zustand. Und wir empfehlen an diesen drei Stellen, das nachzujustieren. Und dann war es im Grunde den Verantwortlichen überlassen, ob sie das tun oder nicht. Es wurde dann aber trotzdem evaluiert, was es gebracht hat. Und das waren dann eben die Ergebnisse hier, die 5% im Durchschnitt. Was bei so einem punktuellen, einmaligen Impuls immerhin schon einiges ist, finde ich. Die Anwendung 3, da ist wesentlich mehr passiert. Da hat die Energiezentrale Nord ein energetisches Monitoring gemacht. Und das war eben dann schon mit einminütlicher Auflösung, also wesentlich höher. Und auch einer kontinuierlichen Betreuung von Wartungsdienst und Facility Management. Also das war der eigentliche Kostenfaktor. Diese Software, die Sie haben und das Verbauen von Messsensoren und so weiter, waren eigentlich eher Peanuts. Aber dieser Betreuungsaufwand, die Kommunikation mit Hausverwaltung, mit Wartungsdiensten, und auch immer wieder sozusagen, nach 3 Wochen wurde wieder abgeglichen, was habt ihr gemacht, was hat es gebracht, was müsst ihr jetzt noch machen, gab es Mieterbeschwerden und so weiter. Also all diese Sachen zu kommunizieren, war sehr hoher personeller Aufwand, hat aber dann eben auch doppelt so viel Einsparung gebracht, wie man hier bei diesen 10% dann sieht, in Einzelfällen sogar bis 60%. Und da ist ja dann schon Musik drin, dass man die Objekte findet, wo so viele Einsparungen möglich sind. Und da ist dann auch die Hausverwaltung sehr motiviert gewesen, mit solchen Sachen dann auch zu sagen, da haben wir erhebliche CO2- und Energieeinsparungen in unserem Bestand erreicht. Und das KI-optimierte oder die KI-gesteuerte Optimierung des Heizungssystems ist ein anderes Forschungsprojekt, was noch läuft, Kinergy, wo zu dem Zeitpunkt, als wir es recherchiert haben, noch keine Ergebnisse vorlagen. Ich glaube, in dieser Heizperiode, die jetzt vor uns liegt, wollen die messen und im März dann auswerten. Hier nur kurzen Hinweis, das war auch ein anderes IFOL-Projekt, wo wir einen Vorschlag für so eine monatliche Heizinfo, die verständlich ist, entwickelt haben. Das kann man unter dieser Website dann sich selber mal angucken, ist ein ganzer Leitfaden und auch beschrieben und auch die einzelnen Elemente dieser monatlichen Heizinfo dargestellt, führt aber jetzt zu weit. Benchmarking ist ein wichtiges Thema. Wenn ich dann weiß, wie viel ich verbraucht habe, womit vergleiche ich das? Liege ich hoch, mittel oder niedrig? Da gibt es von CO2 Online seit einigen Jahren den Heizspiegel, da kann man sich dann einordnen, verbrauchs- und kostenmäßig, mit verschiedenen Energieträgern, mit verschiedenen Hausgrößen. Und kann dann sehen, wenn man die Info kriegt, dass man dann sagt, wir liegen im grünen, gelben oder roten Bereich. Dass man dann immerhin schon mal Indizien hat, bin ich auf der grünen Seite oder eher auf der roten. Und dann merkt man schon, muss man natürlich auch irgendwie unterstützt werden durch Beratung. Liegt es am Haus? Liegt es an der Hausverwaltung? Muss das Haus besser gedämmt werden oder liegt es an meinem Verhalten? Also dieser Gap muss irgendwie noch geschlossen werden. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die jetzt auch technisch nicht unbedingt lösbar ist, sondern sehr viel personelles Know-how noch erfordert. Da kann die Digitalisierung zwar unterstützen, auch visualisieren, aber da müssen Berater in den Stunden auf jeden Fall rein. Genau, beim digitalen Heizraum hier nochmal die Werte in Kilowattstunden pro Jahr und in Tonnen CO2. Oder ja, Tonnen CO2, die man einsparen kann, verglichen eben mit dem Fußabdruck der Technik, der da 7 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr betrug und die Einsparung eben eher die Größenordnung von 0,9 bis 1,6 Tonnen CO2-Einsparung hatten, je nach Energieträger. Wir haben tatsächlich, habe ich gerade festgestellt, bis 12.40 Uhr offiziell nur. Okay. Na, das heißt, ich mache noch das eine, das war die Energiezentrale Nord, die eben 10% Einsparung bei Gasheizung hatten und hier die Größenordnung aber ähnlich 14 Kilogramm für den Fußabdruck Technik CO2-Äquivalente und auch hier
1,8 bis 2,6 Tonnen CO2 oder bis 3,1 Tonnen CO2-Einsparung, je nach Energieträger. Ja, dann können wir gerne so zu Fragen. Bei der Übergabe ist immer ein bisschen irritierend. Mit dem 12.50 Uhr kommen dann die nächsten nämlich schon. Und deswegen würde ich dann jetzt die Runde freigeben für gerne. Fragen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und dann, okay. Diesmal mit Mikro, aber eine andere Frage. Und zwar die Folie, ich glaube die vorletzte war es, wo über die 5%, 10% gesprochen wurde, die eingespart werden können. Ist dort untersucht worden, dass es auch einen Unterschied gibt, ob das Gebäude gut gedämmt ist oder nicht gut gedämmt ist, welche Heizungsart und so weiter? Weil die Zahlen sind ja jetzt natürlich jetzt für den Vortrag sehr stark gekürzt. Ja. Danke. Nein, also die Gebäudequalität ist tatsächlich nicht berücksichtigt worden. Also es ist die Methode hier, Energieanalyse aus dem Verbrauch, EAV. Und da erfasst man tatsächlich Parameter, natürlich Gasverbrauch, Vor- und Rücklauftemperatur. Und es ist vor allem die Fahrweise des Kessels, die da optimiert wird. Also was da sozusagen an Wärmeabnahme, wie die passiert und wie gut oder schlecht das Gebäude ist, ist im Grunde Blackbox, sondern man guckt nur, wie läuft das, wie oft taktet die Anlage und so weiter. Also solche Parameter im Heizkessel werden im Grunde analysiert und optimiert. Deshalb digitaler Heizraum und auch Energieanalyse aus dem Verbrauch. Genau, bei uns, wir wohnen in einem selbstverwalteten Haus, das heißt, es ist ein bisschen spezieller, wir haben sozusagen die gesamte Verwaltung in der Hand, was Personalkosten natürlich reduziert. Die Frage, was ich mich jetzt frage, was sind konkrete Sachen, die wir machen können? Wir fragen uns natürlich auch gerade, wie kommen wir da runter? Wir sind digital affin, machen jetzt zum Beispiel so digitale Wärmemengenzähler bei uns. Mhm. Aber ich verstehe nicht ganz, wo kommt dann wirklich die Einsparung her? Also muss ich an die Heizkurve ran? Ja, genau. Ja. Das ist eine Optimierung der Heizkurve hier beim digitalen Heizraum. Und auch das, was die Energiezentrale Nord gemacht hat, ist im Grunde eine Optimierung. Die Energiezentrale Nord hat aber noch wesentlich mehrere Sachen gemacht. Also auch die genauere Außentemperatur, Einbindung und so weiter. Also das wird ja auch nur sehr pauschal oft gemacht. Und wenn man da tatsächlich auch genauere Werte, lokale Werte nimmt oder auch Steuerung hat, die da sozusagen nicht das pauschal machen, sondern auch dynamisch, dann kann man da auch wieder einige Prozentpunkte rausholen. Und auf der Verbraucherinnenseite ist es natürlich, sind es die klassischen Tipps. Also wenn ihr das schon macht, ist es klar, dann ist da nichts mehr rauszuholen. Aber selbst im Efeu, wenn man da reinkommt, stehen überall an jeder Tür, steht dran, Fenster nicht gekippt lassen. Ich kam am Mittwochabend da an und das Fenster war gekippt. Also es ist, wenn man da solche elektronischen Komponenten nutzen kann, die einem beim suffizienten Verhalten unterstützen, würde ich das immer befürworten. Ja, ich würde gerne noch mal die Folie sehen mit der Gestaltung der monatlichen Heizinformation, damit ich da auch einen Link haben kann, weil ich denke, das ist ein bisschen kurz gekommen. Danke. Das kann ja laufen werden. Ja. Wie funktioniert denn diese Einbindung der Wetterprognose konkret? Also was wird dann mit Ihren Infos gemacht? Die Wetterprognose, also die kann man ja beim Deutschen Wetterdienst zum Beispiel einbinden, also wird online sozusagen abgegeben und da gibt es eine Website, wo die Daten zur Verfügung gestellt werden, auch lokalisiert. Also kann man dann, gibt es 80 Standorte oder 120 Standorte in Deutschland und man sucht dann, wo man in der Nähe ist. Und das wird im Grunde zur Optimierung der Heizkurve dann eingesetzt. Also man guckt im Grunde, dass der Kessel nicht immer hoch und runter taktet, sondern man sagt, also es ist jetzt absehbar, es wird jetzt eine kalte Periode kommen und dann fährt der Kessel einfach Strich. Und dann, das ist dann effizienter als dieses Hoch- und Runterfahren zum Beispiel. Also wenn der Kessel mal 3 Stunden durchfährt, dann wieder eine Pause macht, dann wieder hochfährt, als wenn er alle 10 Minuten hoch und runter fährt. Also solche Strategien.
kann ich jetzt auch nicht genauer, weil ich kein Heizungsoptimierer bin, nicht genauer darauf eingehen. Aber im Grunde ist es eine sind zusätzliche Daten, die im Grunde eine dynamischere Fahrweise oder eine dynamischere Optimierung der Fahrweise ermöglichen. Also nicht eine dynamische Fahrweise des Kessels noch forcieren, sondern eher eine, ausgewogenere Fahrweise des Kessels ermöglichen. Also wenn man jetzt immer nur sozusagen die punktuelle oder eine pauschale Einstellung hat, dieser Temperaturen. Mhm. Nicht klar geworden? Mhm. Bisschen, ist auch nicht so einfach jetzt. Ja, hallo, Werner Neumann, Energiesprecher des BUND. Das Thema verfolgt mich schon seit 20, 30 Jahren, auch als Referatsleiter in Frankfurt. Wir haben vor wirklich 20, 25 Jahren was vollkommen Analoges gemacht. Wir haben den Leuten in einer Wohnsiedlung geschickt ihre Techem-Abrechnung und hat dann einfach draufgeschrieben, sie liegen über im Durchschnitt oder unter im Durchschnitt. Und das ist damals auch wissenschaftlich evaluiert worden, dass das ein Signal war, wo die Leute sagten, aha, ich bin okay oder ich muss was machen. Also das ist die Rückkopplungsschleife und man muss, glaube ich, aufpassen, dass man jetzt vielleicht die Frage, ob das eingerechnet wurde, wenn jetzt Techem und Co. monatlich herumfahren, fernablesen, ist da überhaupt der Spritverbrauch von denen eingerechnet worden? Also weil da ist es, glaube ich, ein bisschen hyperdigitalisiert, dieser Aufwand. Und eine Frage, ob ihr auch sowas im Blick hattet, ich habe das nochmal geschaut, jetzt die hydraulische Ableich, es gibt so Geniax hieß das, also eine kleine Heizungspumpen am Heizkörper, die dann nicht eine Zentrale hat, sondern die nur so viel Wärme abgibt, wie gebraucht wird, ob solche Systeme auch bei euch im Blickfeld sind. Ja. Die Systeme sind aber schon wieder vom Markt genommen, leider. Also hat sich nicht gerechnet, war ja, zu teuer. Im Verhältnis zur, also die Nachfrage ist dann eben nicht gekommen. Ne? Das Problem ist aber auch, dass wir kein Heizkostenproblem hatten in den letzten 10 Jahren. Also wir haben das gerade analysiert, dass man in den Nullerjahren eine sehr große Dynamik am Austausch von Heizkesseln und so hatten. In den 10er Jahren ist nichts mehr passiert, weil der Gaspreis quasi konstant war. Also es ist kein Anreiz mehr, es ist aus dem Bewusstsein der Leute gekommen. Und jetzt sind sie alle aufgeschreckt, weil es jetzt diesen Sprung durch die krisenhafte Energieentwicklung gibt. Und jetzt ist es aber auf die Schnelle so ein schwieriges System wie Heizung jetzt auch nicht zu optimieren. Ne? Also da kann man wirklich nur die Ad-hoc-Maßnahmen, Fenster schließen, bisschen runterdrehen und vor allem, das ist eben die Suffizienzmaßnahme, nur genutzte Räume heizen. Also es gibt ja genug Leute, die haben viel zu viele Räume und heizen trotzdem alles. Also das finde ich immer den Suffizienzansatz da. Auf der Auftaktveranstaltung, die so schön Werbung gemacht hat, kauft bitte jetzt alle Heizungsregler, digitale. Wie passen die in diese Systematik rein nach eurer Einschätzung? Ich meine, die müssen betreut werden. Ich sage mal betreute smarte Thermostate. Also durch Beratungsleistungen, durch wirklich auch Befähigung, Enabling der Leute, dass sie auch für Energiesparen nutzen und nicht als Spielzeug. Na dann. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, sind wir eigentlich am Ende. Dann würde ich aber noch einen Hinweis machen wollen. Es gibt das Bits und Bäume Journal, das in Vorbereitung ist. Bis zum 16. Oktober gibt es noch den Call for Contributions. Wenn ihr tolle Ideen habt, tolle Beiträge hättet, die dort veröffentlichungswürdig sind, macht das bitte. Füllt das Formular aus, stellt eure Idee vor und wenn ihr dort reingelangt, gibt es ein tolles Forum, weil die letzte Bits und Bäume Publikation war sensationell und ich habe die große Hoffnung, ich bin überzeugt, dass das Bits und Bäume Journal ein ebenso großes und herausragendes Werk wird. Und ihr könnt dazu beitragen. Vielen Dank. Viel Spaß weiter. Danke auch.